SWR 4 Rheinland-Pfalz. Der Zweibrücker Weihnachtsmarkt war im vergangenen Jahr eher, wie soll ich es jetzt ausdrücken, sagen wir mal, weniger schön und auch wenig stimmungsvoll. Klar, die Kulisse mit dem Schloss im Hintergrund, das war schon imposant. Das war es dann aber auch. Die Besucher blieben weg, das Angebot war eher einfallslos. Weihnachtliche Stimmung gab es da in Zweibrücken eher weniger. Das darf nicht sein, haben sich ein paar Zweibrücker Privatleute gesagt und haben für dieses Jahr einen neuen Weihnachtsmarkt organisiert. An anderer Stelle mit anderen Beteiligten. Am 6. Dezember soll es losgehen. SWR4-Reporter Heinz Schneider berichtet über die Initiative Neuer Zweibrücker Weihnachtsmarkt. Leise Musik im Hintergrund und in der Luft der Duft von Bratäpfeln, Glühwein und Bratwurst. Und jede Menge zufriedener Menschen in vorweihnachtlicher Stimmung. So stellen sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsmarkt das vor, was am 6. Dezember beginnt. So richtig wie früher soll der Zweibrücker Weihnachtsmarkt werden. Nicht mehr auf dem unpersönlichen Schlossplatz, sondern ganz heimelig rund um die Alexanderskirche. Walter Weber hat mitorganisiert. In der Alexanderskirche finden auch viele Veranstaltungen statt um die Weihnachtszeit. Das heißt, in Kombination mit dem Weihnachtsmarkt, es ist halt praktisch, dass er direkt vor der Tür ist. Man kann vor den Veranstaltungen in der Kirche den Weihnachtsmarkt besuchen, eventuell auch danach. Und man kann in der Fußgängerzone bummeln, wenn man will, schildert Erwin Hoffmann weitere vorweihnachtliche Möglichkeiten. Der Weihnachtsmarkt wird in Verbindung mit unserer Fußgängerzone, mit dem Stadtmarketing zusammen organisiert. Es wird keine Insellösung sein, selbst wenn jetzt montags, dienstags die Buden nicht offen sind, ist die Fußgängerzone, die Stadt so attraktiv, es lohnt sich immer vorbeizukommen. Der neue Zweibrücker Weihnachtsmarkt soll wieder werden wie der alte, wünscht sich Heiko Sabaratzky, einer der Organisatoren, mit den Vereinen. Wir wollen ihn wieder so haben wie früher, mit den Vereinen an Bord. Und ich ja selbst aus dem Vereinsleben ja auch rauskomme und weiß, wie schwer das ist, die Vereinsmitglieder zu mobilisieren. Da haben wir gleich gesagt, wir versuchen das Ganze eigentlich so weit zu kompensieren, dass man das Ganze nur noch an zwei Wochenenden macht, an zwei verlängerten Wochenenden. Und jetzt machen ganz viele Vereine mit. Dazu Kindergärten, die Bundeswehr ist dabei mit Erbsensuppe. Denn Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr auch Abwechslung bedeuten. Wir suchen raus und sehen zu, dass eben keine 25 Glühweinbuden da sind oder 13 Bratwurststände, sondern es wird ein gesundes Sortiment geben. Wir haben eine Hütte zum Beispiel mit Privatleuten, die sagen, wir wollen wechselnde Suppen zum Beispiel anbieten, gerade zum Weihnachtsmarkt, natürlich auch mit Kinderpunsch oder sowas. Der Zweibrücker Weihnachtsmarkt soll nicht aussehen wie viele andere wünschen sich die Organisatoren. Wenig kommerzielle Anbieter, dafür die Vereine mit ihren originellen Angeboten und auch Hobbykünstler. So gibt es zum Beispiel ein eigenes Zelt mit Kinderprogramm. Das ist halt eine Initiative wirklich von Privatleuten, die sagen, das ist unser Hobby, das wollen wir gerne mal umsetzen. Wir wollen den Leuten auch mal zeigen, was wir im Hobby eigentlich so machen. Viel Initiative steckt bisher im neuen Zweibrücker Weihnachtsmarkt, viel Arbeit und auch Unterstützung von Verkehrsverein und Stadt. Alle sind gespannt. Die Stadt ist auf jeden Fall ganz aktiv und ist da so wie wir auch in ganz freudiger Erwartung. Und am 6. Dezember wird Oberbürgermeister Pirrmann den Weihnachtsmarkt eröffnen. Ich tippe mal auf eine Verkleidung als Nikolaus. Ja, das würde ich ja auch gerne mal sehen. Am 6. Dezember öffnet also der neue Zweibrücker Weihnachtsmarkt, organisiert von Privatleuten. Er soll schöner werden als im vergangenen Jahr, was jetzt aber auch nicht besonders schwer ist.